Nice. Oh Gott, nein. Das testen wir nicht aus. Aber ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert, aber ich... Das nächste ist, ich gehe davon aus, dass du dafür OP-Rechte brauchst. Ja, okay, nee, dann könnte das funktionieren. Oh mein Gott, den machen wir nicht. Glückwunsch, das freut mich für dich. Und Kirex, ich glaube, hier hat der eine halbe Stunde Cooldown. Hilfe. So. Dann bringen wir mal eben Sachen weg.
Ja, das ist problematisch. Diese Bossmusik, ey. Was finde ich denn in diesen Pyramiden? Ups. El Momento? So, Palworld-Karte. So, Moment. Das war hier, glaube ich. Doch, müsste sein. Das ist ganz oben auf dem Berg drauf. Und da kannst du genau mittig den Portal, das Portal-Ding hinsetzen. Und müsste das doch sein. Ja. Oder kannst du es genau mittig hinsetzen und deckst einmal das komplette Gebiet ab. Genau. Da hatte ich den hingesetzt. Oh Gott, Hilfe.
Ah. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe da irgendwann nur noch meine Anubisse hingeschickt. Und die haben da ordentlich reingeschallert. Hilfe. Ups. Tü-tü-tü.
Ups. Vielleicht sollte ich das erstmal zubauen. The fuck are you?
Ups. Thank you.
Bald habe ich hier die komplette Bastion auseinandergenommen, ey. Ja, da bin ich ja gerade unterwegs. Ich suche gerade noch Kisten. Hab's aber auch heute, ne? Das sind die Upgrades für auf Asmodium. Jetzt suche ich gerade nur das Nether-Template. Das ist... Hier. Das kann man halt inside, also in Bastionen finden. Oh. Ups.
So. Oh Gott, ich hatte da kein Unusing. Oh. Moin. Ich hatte extra verfolgt, du hast wirklich schon in den Nether gerannt, du bist hinterher. Da kann man sehen, du bist gar nicht mehr da. Ja, ich bin wegteleportiert. Also, erstmal habe ich jetzt rausgefunden, wie das ging. Wollte ich nur fragen: Jacks Kistensystem, hast du da eine Idee für mich, dass nicht alles einfach nur so in den Kisten drin liegt? Wie ganz mal Vanilla Minecraft. Ja. Wenn du mal mitkommst. Natürlich. Ich habe mit Integrated Dynamics erstmal angefangen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber dann hast du... was heißt komplizierter? Der Herstellungsprozess ist ein bisschen nervig. Aber dann kannst du Kisten einfach mit diesen Sachen anschließen. Und dann über das Terminal hier in der Mitte hast du direkt einen Zugriff drauf. Das einzige Problem ist, du musst erstmal so Bäume finden. Ja, warte. Die hier. Ah, okay, wo finde ich die? Ja, da steht so einer pro, ich glaube, 128 Chance.
Das. Die kannst du haben. Ja, kannst du. Ja, hatte ich dasselbe Problem und deswegen habe ich halt auch damit dann angefangen. Und auf Sortieren hatte ich keine Lust, deswegen das dann. Aber später kommt dann irgendwie Refined Storage oder sowas, dann ist das bedeutend einfacher. Du sollst ein 5 großes Loch machen, also 5 ja. Blöcke und ja. Alle 5 Blöcke mit Blut vollfüllen. Ja, habe ich hier gemacht. Und, passiert nichts. Und dann hast du den da reingeschmissen? Wen? Ich denk mal, Moment. Muss ich da was reinschmeißen? Ja, einfach nur ein Dark Gem. Ja, wo steht das? Wenn du... Moment. Ach, da! Ach, ja gut. Danke, das erklärt einiges. Ja. Ja gut, danke schön. Genau. Also das... Dann geh ich dir mal nicht weiter auf den Keks, vielleicht. Alles gut, ich such grad Netherite Templates. Ich hab schon eine komplette Bastion auseinandergekloppt. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer zweiten. Ach so. Ja, ist ja, bisschen... Ich mach dir hier nochmal 25 Level rein, ja. Ja, alles gut. Ich hab, warte. Ich hab noch 214 Buckets voll hinten gestored. Oh. Das geht zum Glück alles. Das ist cool. Und diesen XP-Kristall, was du vorhin meintest da, ne? Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Leckt das Server gerade? Weiß ich nicht. Yo. Ja. Gott. Ah, jetzt geht's wieder. Die XP-Kristalle, die du vorhin angesprochen hast, wo ich meine XP auch drin storen kann, wo kriege ich die her? Einfach looten irgendwo oder was? Nee, den kannst du craften. Brauchst nur eine Bottle of Enchanting. Also diese XP-Flasche. Hm. Und ich glaube, also wenn du einfach in das JEI eingibst, dann kriegst du das. Das ist von Utility. Okay. Na gut, dann bedanke ich mich mal. Jo, bitte, bitte. Ich hab nur mal 30 Level fast drin gelassen, dann. Jo, bitte, bis später, ciao. Achso, wenn du irgendwas brauchst, was ich vielleicht irgendwann mal haben sollte, sag mal Bescheid, dann helfe ich gerne aus, weil so viele Sachen, wie du mir jetzt mittlerweile schon gegeben hast, weiß gar nicht, wie ich mich revolutionieren soll. Ach, alles gut, das ist alles immer, was ich über habe und dann eh nicht mehr brauche. Und die Saplings zum Beispiel, kennst du Botany? Was? Hier, die Blumenkübel. Genau, und da kannst du den einfach auch mit reinsetzen und der produziert dann über Stunden. Wie machst du das hier eigentlich mit dem Glas hier? Ach, das ist Easy Villager. Und wenn ich das jetzt einmal in Suchleiste eingeben würde, dann wird mir da alles angezeigt, oder? Genau, also du musst da immer ein Add-Zeichen voreingeben, falls du das nicht weißt, wenn du nur nach einem Mod suchst. Jo, bitte. Also damit... Achso, was soll ich dachte, ich kann Villager craften.
Nee, aber du kannst zum Beispiel zwei Villager in den Breeder reinpacken und denen Brot geben und dann reproduzieren die sich. Ah, perfekt. Dankeschön. Jo, bitte, bitte. Dann werde ich mal loslegen. Ja, viel Erfolg. Danke. Ja. So, jetzt müssen wir wieder meine Spitzhacke herstellen, weil ich ein Idiot bin. Und da nicht Unusing drauf gemacht habe.